Hi, ich bin der Günther. Ich komme aus Dönerbude. Willkommen zur dritten Folge von Pokémon Günther, der YouTuber-Story. Wir werden heute mit dem Hauptspiel beginnen. Keine Angst, ich habe nicht die letzte Folge vergessen. Ich starte nur in dem Screen, bevor wir nochmal den letzten Boss dieses kleinen Vorspiels angehen, weil wir ja eben den Timer haben, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass der überhaupt was macht, wenn er auf Null fällt. Dingsbum statt 2. Güterzug. Unsere Pokémon sind geheilt. Wir waren im letzten Kampf letztes Mal schon, haben aber dick einen auf die Schnauze bekommen. Ich habe garantiert keine Zeit, hier Patze und Patrick zu leveln. Das muss jetzt einfach mal so klappen. Geld für Items habe ich auch nicht mehr. Ja. Ah. Gut. Runde 2. Jawohl, ich habe richtig erinnert. Der Hagel nervt. Hallo, danke. Hälfte Leben weg. Und nur Angriff runter, ich greife speziell an. Na, das Spiel läuft gerade sehr langsam, ich weiß nicht warum. So. Erstes Pokémon weg. Letztes Mal haben wir es nicht geschafft, weil wir am Ende nicht gegen das Glurak angekommen sind. Ja, ich wechsle Pokémon. Koro. Ich weiß inzwischen, wie dieser Kampf läuft und ich bin optimistisch, dass wir es diesmal schaffen können. Ja, ich habe das Mikro hier. Ich bin nicht ganz so blöd. Die Überreste halt wieder. Die Überreste und ich muss auf jeden Fall dann noch Egelsamen auf ein anderes pflanzen. Hier auf das hier nicht mehr. Oh Gott, der Walzer. Letztes Mal hat sich das Ding damit mehr Zeit gelassen. Das wird gefährlich für Koro. Wir könnten ihn jetzt schon verlieren. Gegen SpongeBob. Weil ihr kennt Walzer. Der nächste reicht, wenn wir Pech haben. Wir müssen beten, dass der nächste nicht reicht. Und wir den Gegner töten können und dann noch Egelsamen raussetzen. Als ob. Das ist eigentlich schon wieder rum. Das ist eigentlich schon wieder rum. Wir schaffen das nicht. Ach, letztes Mal lief es aber besser. Ich hoffe jetzt einfach, dass Drache den outspiele. Ansonsten war es das sowieso, weil dann ist Drache der One-Hit. Danke. Ah, nicht gut. Aber letztes Mal habe ich auch einen großen Fehler gemacht gegen das gegnerische Bowser. Den ich dieses Mal nicht wiederholen werde. Waluigi hatten die auch, aber... Kacke, das Ding war noch ein Water-Type.
Bowser ist ja ein Ding. Ein Feuertyp, wie wir jetzt wissen. Und letztes Mal war ich, weil es ja eigentlich noch Turtok ist mit Koro dagegen drin und das hat nicht geklappt. Aber gegen Waluigi hätten wir Koro gebraucht. Es ist nicht gut. Eigentlich brauchen wir Lugi für fast jeden Gegner. Das macht nichts. Doch macht's, ich bin ja auch ein Fire-Type. Kack. Ich hab nur Fire-Types übrig. Die Sache ist die, der Gegner hat auch noch... Okay, ich weiß jetzt nicht, ob die Glurak-Version hier wirklich auch ein Fire-Typing hat. Aber wenn ja, haben wir noch auf jeden Fall zwei Feuer-Pokémon vor uns als Gegner. Wir haben das schon wieder verloren. Ich krieg die hier nicht... Ich krieg die nicht down. Was ist denn das? Vielleicht beginnen wir doch nicht mit der Hauptstory, wenn ich diesen Kampf nicht schaffe. Ich brauche eigentlich gegen jeden hier Lugi. Ich muss gegen SpongeBob irgendwie mit Koro gewinnen. Dann muss Koro gegen Waluigi gewinnen können. Dann gegen Bowser und gegen das Glurak brauchen wir Lugi. Gegen Batman brauchen wir Drache und ich denke, das letzte wird dieser Floor sein. Was auch immer das dann wird. Der Vorteil ist, dass der keine Wasserattacken hat, nur Feuer. Aber ich krieg diesen Hagel-Damage. Ich werde trotzdem nur ein, zwei Runden überleben. Was? Das macht ja gar nichts. Das ist wieder verloren. Was? Wie soll ich diesen Kampf machen? Wenn der Gegner jetzt nicht komplett 0 IQ ist und ich nicht komplett reinlacke und trotz der Rauchwolke alles treffe, dann war's das. Das ist das, was ich meinte mit der Gegner 0 IQ hat. Nur Rauchwolke Spam. Und dann müsste ich noch immer treffen. Aber das passiert nicht, das wissen wir alle. Ich meine, in der letzten Folge habe ich ein Alpollo-Tabu nicht down bekommen. Ja. Jetzt treffe ich nicht mehr und er greift zwar nicht an, aber der Hagel chippt mich runter. Das einzig Gute ist, dass der Hagel auch ihn beschadet. Ich treffe. Ey, das macht halt gar nichts. Jetzt kommt noch ein Kratzer. Und crittet, sonst hätte ich vielleicht zumindest Drache nicht den Hagel abbekommen. Wir haben nur noch Drache. Und der Gegner hat noch einen Glurak, das ist rum. Das wissen wir seit der letzten Folge, das kann Drache nicht besiegen. Ich krieg diesen Gegner nicht down. Oder diese Gegner, wenn man es genau nimmt. Und er outspeedet. Und macht dafür nochmal einen Zehner. Das ist Damage, den ich nicht nehmen darf. Ich weiß aber nicht. Ich glaube, die Level wurden gespeichert. Kann das sein? Wenn ja, dann ist das meine Hoffnung. Dass ich dann hoch genug gelevelt bin bald. Drache auf 16. Auch noch? Nein. Ah, stimmt, das Ding haben sie noch. Das haben sie noch. Das ist ein Gegner, den kann Drache besiegen. Und danach haben sie auch nur noch Glurak. Ich weiß nicht mehr, was Glurak dargestellt hat. Hab's vergessen. Nein! Ah, Rauchwolke. Ich weiß halt auch nicht, ob bei dem Glurak dann auch der Typ sich geändert hat.
Es ist letztes Pokémon, weil, seien wir ehrlich, Pfand und Patrick sind beide One-Hit und langsamer. Level 17. Diese Level für Drache sind wichtig. Drachenwut! Drachenwut! Digga, ihr kennt Drachenwut, ihr kennt Drachenwut. Stets 40 Schaden. Ihr kennt Drachenwut. Das carry, das kann uns carryen. Das kann uns diesen Kampf jetzt gewinnen. Ich würde nie im Leben mit irgendwas anderem 40 Schaden machen. Ja, Whitmap ist das Glurak. Ich würde nie im Leben mit irgendwas anderem 40 Schaden. Obwohl, ja, das Ding ist doch trotzdem nicht. Drachenwut und ich bin schneller. Das ist nur Robert! Ja! Dieser Kampf! Ich hab mich nicht vertan, das war der letzte, ne? Drache! Ja! Diese Drachenwut! Diese Drachenwut, die so kurzfristig kam! Ich glaube, die hat uns gesaved. Andererseits mit 7 Leveln Unterschied. Ich weiß nicht, ich bin mir halt sehr sicher, dass die Level auch gespeichert wurden. Drache entwickelt sich jetzt auch noch in Whitmap. Wir haben gewonnen, ich habe nicht dran geglaubt. Was soll das jetzt eigentlich darstellen? Erfahre ich das? Unterschätze nicht die Kraft vom Unbekannten. Du bist trotzdem zu spät. Damit kann ich also das Universum zerstören. Warum? Weil ich die Number One bin und ich krieg meine 10 Euro sonst nicht zurück. Und wie kriegt er seine 10 Euro zurück, wenn er das Universum zerstört? Soll ich am Game weiterarbeiten? Damals wurde ja gesagt, deswegen existiert Pokémon Günther. Ah, und das war's endgültig. Also zu der Frage, ob du weiterarbeiten sollst, ich sag halt das, was ich in der Situation immer sagen würde, je nachdem, ob du dran weiterarbeiten willst. Ich guck nochmal. Wir haben schon Gary. Ich guck gleich nochmal, ob im Pokédex auch hier Wipnup steht. Drache, der uns jetzt echt gecarried hat. Ich guck mir schon mal. Firefly geblieben. Aber er hat uns gesaved. Wir gucken jetzt noch mal kurz in der Stadt vorbei. Vielleicht noch mal zum Getränkeautomaten. Warte, fürs wahre Finale, fürs wirkliche. Okay, ich dachte kurz, da kommt jetzt noch was. Dann sehen wir uns gleich wieder im Main-Menü. So, da sind wir zurück. Und jetzt wisst ihr genau, was kommt. Bitte das Fenster wieder annehmen. So. Das hat halt, glaube ich, nicht gespeichert, weil ich habe nicht gespeichert. Aber es ist egal, denn wir machen ein New Game. Ein zweites Mal brauchen wir das nicht. Und denn jetzt geht es los. Wir sind fertig mit der kleinen Vorgeschichte. YouTuber du Fragezeichen, Man Game. Und jetzt kommt das Hauptspiel. Pokémon Günther. Der YouTuber Story. In einer Zeit, in der die Welten von Menschen und Pokémon noch gar nicht miteinander existiert hatten. Menschen schrieben Fanfiction, doch niemand wusste, dass diese zum Leben erweckt wurden. Wer weiß? Bis zu diesem Zeitpunkt. Alles war so perfekt.
bis eines Tages das Unglück hereinbrach. Yay, ich liebe es, Pokémon Go zu spielen. Wo kommt dieser Sturm auf einmal her? Dieser Text wird später enthüllt. Nein, mein Sohn! Nein, stirb nicht, was soll ich nur tun? Der steht da drüben einfach so mit dem Gesichtsausdruck. Was? Habe ich was verpasst? Aber die Musik ballert schon wieder. Ich kann euch eventuell helfen. Okay, was soll ich tun? Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was er angerichtet hatte. Denken Sie wirklich, dass Sie meinen Sohn retten können? Ja, aber dafür muss er 2 Jahre schlafen und niemand darf ihn wecken, sonst ist es zu spät. Oder eben alle Pokémon ausgelöscht werden. Okay, ist das alles oder gibt es noch was ich wissen sollte? Ja, sollte es ein Problem geben, nutzen Sie das Gerät rechts von Ihnen. Ein Erinnerungsveränderer. Was hat das zu bedeuten? Wenn die Zeit reif ist, wirst du es verstehen. 2 Monate später. Die Nachrichten von heute. Immer mehr Menschen verschwinden. Niemand weiß, wo sie hin sind. Bedeutet das etwa... Sir, wir haben jemanden am Boden gefunden. Was sollen wir mit ihm tun? Warum schleppt ihr eigentlich diese Typen rein? Hör, was er zu sagen hat. Ach, Genji, moin. Hydropi, wo bist du? Mein Geschenk. Hat er Hydropi gesagt? Ja, Sir. Sie werden merken, wenn sie das brauchen. Gebt ihm sofort den Erinnerungsveränderer. Virus 1%. Mark und Günther erlebten alles, was im PND-Himmels... passiert ist. Dragon Joke 1 Rückblende. Seit mein Freund aus der echten Welt verschwand, habe ich jeden Kontakt verloren und ich machte mich auf die Suche, um ihn zu finden. Niemand wusste es genau. Jeder glaubte... andere Rückblende. Xatu, warum hast du mich hierher bestellt? Ich sehe Gefahr, doch ich weiß nicht genau, was diese Gefahr ist, Gengar. Gefahr? Ja, sie kommt aber nicht aus unserer Welt. Noch nicht. Um diese Gefahr zu stoppen, muss ich dich bitten, eine Reise in die verschiedenen Orte, die nicht von dieser Welt sind, zu machen. Und finde heraus, was uns bedroht. Warum sollte ich das machen? Um Garuas Erinnerung wiederherzustellen. Okay. Vergiss aber nicht, du darfst dich nicht zu sehr einmischen. Mein Name ist Bidiza und das ist meine Geschichte. Nein, das ist meine Geschichte. Jawohl, ja. Genau deswegen fliegst du raus. meinst du nicht, du warst ein bisschen hart zu ihm? Ist das dieselbe Szene wie im ersten Teil? Auf jeden Fall die Story. Ich sehe schon Parallelen, wenn ich an Pokémon Günther The Broken Story denke. Ich war nicht so hart zu ihm. Ich bin die Stimme des Lebens. Wie kann ich da zu hart sein? Keine Ahnung, fangen wir einfach an. Es war an einem ganz normalen Tag. Das Team von mir und Mark war so gut, dass wir jeden einzelnen Dungeon und jeden Auftrag schafften. Doch am Ende eines schönen Tages... Also deinen richtigen Namen im Sinne von nicht Chillast Günther. Fragezeichen mein Pixelmatch etc. Wenn du nicht entscheiden kannst, du kannst auch Günxelmann schreiben. Das ist der Name des Main Characters. Wie ist eigentlich dein Name? Günxelmann, was? Und ich dachte, Güterzug klingt seltsam. Und dann kommt der Günxelmann. Aber ich habe gerade eine Vermutung. Eben, Günxelmann könnte ich mich gar nicht nennen. Für die Hauptstory nenne ich mich aber schon Günther. So, du bist Günther? Ja, kann sein, dass das vielleicht in irgendeiner Form verwirrend wird. Ich gehe schon mal voraus und wir treffen uns dann bei der Tohaido-Klippe. Okay, Mark. Hi, Mark. Ich hoffe, Mark geht's gut, er sieht sehr betrübt aus. Kann ich mir hier die Gegend ein bisschen angucken? Rennen kann ich nicht. Oh, hier beginnt die coole Musik. Der Hintergrund kommt sogar mit mir mit, der hat mich so gern. Es ist alles wie im ersten Teil. Wow. Man kann hier oben nicht mehr langlaufen. Ich frag
mich halt echt, wie ähnlich das jetzt hier teilweise zum ersten Teil wird. Der Dungeon-Weg, weil das hier ist jetzt schon, das ist doch fast genau eine Szene aus dem ersten Teil. Sicher könnte ich jetzt meine Gildenkameraden besuchen, aber ich würde lieber schauen, was Mark Sorgen macht. Bin ich jetzt in der Gilde? Ah, endlich ist mein geheimer Whirlpool fertig. Und wo heute mal die Gilde geschlossen ist, kann ich mich da drin baden. Hey, bitte erzähl niemandem was hiervon. Was? Ich werde mal gehen und so tun, als hätte ich nichts gesehen. Die Gilde wird schon wieder. Was? Alles klar, Plaudergar. Plaudergei gönnt sich. Der holt sich sein Whirlpool ab. Alter, diese Stelle auch. Auch Erinnerung. Das Finale der ersten Geschichte. Hier, diese Gegend hast du sie eigentlich selber gemacht, weil im Originalspiel gibt es diesen Abschnitt nicht. Da läuft man hier raus und kommt hier dann raus. Die hat so komische Flecken, die ist krank, die Klippe. So. Wir sehen was, Marc, du siehst in letzter Zeit ziemlich betrübt aus. Wollen wir vielleicht zum Strand gehen? Nein, es ist nur das Gefühl, dass ich was Wichtiges vergessen habe. Kommt gleich Darkrai? Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was genau er meint. Aber es sah aus, als würde er jemanden vermissen. Chillast, wir haben alle Dungeons erkundigt, alle Hürden gemeistert. Irgendwie fehlt es mir, was Neues zu entdecken. Ich konnte mich dem nur anschließen. Aber das ist nicht alles. Zu guter Letzt vermisse ich mein früheres Zuhause. Ich weiß nicht, wo es ist, aber... Oder wie ich damals war, aber irgendwie möchte ich es doch nochmal wiedersehen. Ich verstehe, was er meint. Schließlich habe ich mit ihm auch hier in der Tohaido-Klippe ein Zuhause aufgebaut. Und dann auf einmal bin ich von hier fortgerissen worden. Allein der Gedanke, den schönen Strand zu verlieren, zu vergessen, wäre schlimm. Ist eigentlich alles okay, Chillast? Ja, keine Sorge, alles gut. Ich muss mir keine Sorgen drüber machen. Gut zu wissen. Lass uns für das erste schlafen gehen. Ich glaube, wir sind nur müde. Okay. So, anscheinend sind all diese Erinnerungen mit ihrem Sohn verbunden. Was bedeutet das? Ja, hätten wir mehr Leute, könnten wir ihn damit sogar schneller aufwecken. Dann schreibt irgendein paar Leuten, dass sie herkommen sollen. Ich lasse dich nicht im Stich. Virus 50%. Schlast, ich habe mir was überlegt und wollte fragen, ob es okay ist. Was denn, Mark? Ich würde gerne wieder in meine eigene Welt gehen. Aber keine Sorge, nur mit dir. Ich wollte nur wissen, ob du mich begleiten willst. Wäre sicher eine nette Abwechslung von hier. Dann ist ja abgemacht, Chillast. Ich hab Mark lang nicht mehr so glücklich gesehen, aber hast du eine Idee, wie wir dorthin kommen? Ich warte nur auf den Darkrai. Gute Frage, aber irgendwie werden wir schon hinkommen, das weiß ich. Euer Wunsch ist also, diese Welt zu verlassen. Wo kommt diese Stimme her? Wer bist du und woher weißt du das? Ich bin derjenige, der dich erst hierher gebracht hat. Der mich hierher gebracht hat? Diese Stimme kommt mir so bekannt vor. Ja, und nun kann ich dich dorthin zurückschicken, wo du früher gelebt hast. Hast du das gehört, Chillast? Wir kommen endlich dorthin. Irgendwas läuft hier falsch, aber was? Es ist doch Darkrai. Tut mir leid, aber nur du, Mark, kannst diesen Ort verlassen. Diese Stimme ist von... Ohne Chillast gehe ich nirgends hin. Mark, diese Stimme ist... Warum wusste ich es? Okay, weil ich das erste Spiel kenne. Ja, wie du willst. Ich werde euch trotzdem trennen. Was? Mark, Virus... Time Travel, Diggi! Seine Macht ist überwältigend. Dank ihm kann ich endlich an allen hier Rache nehmen. Es ist gerade... So, mal gucken, ob ich es hinkriege. Mal gucken, ob ich es so Freestyle hinkriege.
Mann, die Musik im Hintergrund. Gönnt euch, ich höre gerade keinen Ingame-Sound. Die habe ich fast nie gespielt. Hallo, ich habe dich doch gerade angemacht. Kacke, Kabel. Ich weiß, null improvisiert gerade. Weil ich ins falsche Tier ist, kein Wunder, dass es nicht kann. Improvisation! Ich hoffe, ihr hört mich so. Sorry, ich brauche einen Moment. So, jetzt hoffe ich, man hört's und es klingt nicht zu kacke. Ich weiß inzwischen wieder, wie man das spielen muss. Nochmal, ich will das jetzt. Mann, ich krieg's nicht hin. Ihr wisst genau, was ich spielen will. Dafür habe ich eure Zeit jetzt verschwendet. Danke fürs Zuhören. Die Musik hier hat schon aufgehört, merke ich. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sind einer der wenigen, die zum Event, oder auch nicht, des Jahres eingeladen wurden, um unser neues MMO-Game zu testen. Bitte treffen Sie uns unter diesen Koordinaten. Ich liebe Videospiele. Warte eine Sekunde, die Stimme kenne ich. Pokefilz, du bist auch hier? Hi, du bist also Pixelmatsch. Moin. Selbst Ultra ist hier. Dir stimmt irgendwas überhaupt nicht. Aber egal, ich hole mir erst mein Autogramm. Nach der Autogrammstunde. So, tut mir leid, dass ihr warten musstet, aber nun sind wir bereit, euch die Zukunft des Gamings zu zeigen. Mann, bin ich gespannt. Mir gefällt's hier nicht. Ihr müsst nur in diese Kapseln reingehen und ihr findet euch in unserem neuen MMO wieder. Hab ich's gewusst. Das ist ungefährlich. 100%. Leute, wartet, setzt euch nicht in die Kapseln rein. Es ist eine zu spät. Wir haben schon alle in Kapseln reingetan. Und nun auch du. Verdammt, ich komme hier nicht raus. Ich hab den Kürzeren gezogen. Ich hoffe, meine Erfahrung mit Sword Art Online lohnt sich jetzt. Und jetzt? Spielende. Puh, das war knapp. Somit haben wir den ersten Versuch, um ihn aufzuwecken. Ich hätte ihn niemals gehen lassen sollen, seit er vom Blitz getroffen wurde. Ach so! Ist zwar seine Atmung und sein Gehirn intakt, aber er wacht einfach nicht auf. Und alles, worüber er nachdenkt, sind Pokémon. Ich werde dich da rausholen. Versprochen.
Das wäre jetzt das Letzte, was ich tue. Und was in der Zwischenzeit in diesem Labor los ist, sehen wir in der nächsten Folge von Pokémon Günther, The Broken Story. Nein, tun wir nicht. Das ist Pokémon Günther, The YouTuber Story. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, ein Abo. Schreibt mal Respekt für ein Fragezeichen nennen, der das Game programmiert hat, in die Kommentare. Und ein Like für meine tollen Keyboard-Skills. Tschö, Mittel.